Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge 1119 auf der Hasefeld, unserem Schandierprojekt. So, wir gehen weiter in die Knobi-Ernte und Attacke hier rum. Let's go. Ich muss dann immer Ringsbund organisieren in der Fahrer. Aber denkt man, solche Unmassen wie beim letzten Mal, wo ich raus war, da hatte ich jetzt große Feld zum gewissen Teil mit angestellt. Ich habe zwei oder drei Segmente vom großen Feld hatte ich. Bin ja bald adlig geworden. Was da rauskommt, eine Menge. Das war ja auch nicht schön. So, 33% Runde 2. Gucken wir mal, wie das hier so passt und ankriegen oder hier reinkriegen. Bevor es finster wird, wenn wir komplett im Dunkeln stehen. Ich denke mal, dreschen werde ich erst dann morgen können. Durch den blöden Regen. Das Zeug war reif und ich konnte nichts machen, weil Regen. Ich bin jetzt komplett auf die Bahn geworfen, der Regen. Aber da müssen wir jetzt durch. Weil wir vom Dunkeln noch das Zeug wegkriegen und dann den Tag später halt das alles nachholen. Und ich sage, machen wir ein Feld Hafer. Das Feld machen wir dann Hafer und dann gucken wir mal, was noch Kohle bringt. Machen wir dann die anderen Felder hier. Feld 16, 1, 2, 17 haben wir gesagt, Hafer. Muss dann noch reichen für die. Mensch, was fahre ich denn für einen Moos zusammen? Reicht schon mal ein bisschen zusammen, ja, so. Konzentration. Wenn es schnell gehen muss. Ein bisschen bei der Sache bleiben wäre nicht schlecht. So, halb voll sind wir schon mal. Naja. Let's go. Es ist sehr nichts auf dem Monitor. Scheibenkleister. Da kann man zwischen der synchron läuft, wo das OBS drüber geht. Das ist halt der Nachteil, wenn man vormittags die Sonnenseite hat. Und wenn man später vormittags aufnimmt, kann ich mal zu solchen Dingern kommt, dass man nicht viel sieht.
Ach, da stehen wir noch drüber. Wenn die Regeln gewiss. So, drei Steine haben wir knapp drinnen schon wieder. So, drei Fuß voll, ich glaube das Ding war eher voll, bevor ich das Feldraum war. Wo stimmt die Düngung und alles? Weil ich halt so spitzenmäßig gedüngt habe. Anders kann man es nicht sagen. Ups. 2,10, also 2 Knollen liegen lassen. Nee, wer soll denn das bezahlen? Ich sag mal so, wie es ist, die reißen es auch nicht mehr raus. Boah, das Ding hat ein Lenkrad für eine Schrankwand. Kannst du dir einfach nur sagen. Teil lenkt wie eine Schrankwand. Das ist eine große Maschine. Immer einen größeren Lenkradius. Damit müsste man klarkommen. Ob wir das wollen oder nicht. Ich will gerade nicht. Weil. Interessiert mich, was der Trump macht. Das sind so bis zu ihm gekommen, die aufregen will. Für seine verblendeten Weltansichten. Den kann man wirklich sagen, das was die ganzen Präsidenten die anderen Jahre aufgebaut hat. Hat er in einer Amtsperiode so gut wie alles eingerissen. Durch seinen teilweise nicht überlegten Rauspoltern, wie es gerade die Schnauze gewachsen ist. Aber vieles kaputt gemacht durch sein nicht überlegtes Handeln. Fehlendes Handeln. Auch zu spätes Handeln. Ist die aktuelle Situation mit Corona anzusprechen. Ich hoffe, das kostet die Präsidentschaft, dass da ein fähiger Mensch drankommt, denn er ein bisschen mehr Ahnung von der Materie hat und sich mehr für sein Volk einsetzt oder regieren soll. Weil die Orange mit dem Hamster, mit dem toten Hamster auf dem Kopf, die ist also für meine Begriffe unfähig.
war schon immer skeptisch, wo der an die Macht gekommen ist, dass das schief geht, aber letztendlich hatte ich halt meine Skepsis bewiesen. Und ich muss gleich ein Fahrer holen. Dann gibt es die 10 Flecken da mal wegmachen. Die ich da habe stehen lassen. Was von meiner Seite nicht so beabsichtigt war. So, jetzt haben wir vorhin noch 300 was gequetscht, 70 wieder. Und wenn es reinpasst, wird es auch knapp. 100. Und es passt nicht ganz rein, ich hab's geahnt. Mach jetzt den da. Und den großen Kübelkasten. So. Warum haben wir nur die ab? Straße, denke ich mal. Ein Problem mit der Kurve. Ich komme schon hinter der Strom, weil ich tatsächlich nicht bin. Soll das dann hier raus werden? Also wäre ich hier rausgekommen, hätte ich mir gerade das festgefranst. Wieso hast du das Abteil da? Wow. Dann nach dem Abteil Abladezeile geguckt und dann angedenkt. Naja, so ist das. Da muss man mal anlassen. Kommen wir da aufs nächste Feld dann fahren. Ja. Machen wir so den Schermerten schön bei 2 hin. Ein Stück hinter die Einfahrt. Aber auch schon mal so überladen. In der Zwischenzeit werde ich halt mal ein Schlückchen trinken. Oh, er hat fertig. Ein Viertel haben wir noch drin. Und schon wieder finster. Mäuse melden. So. Auch schon mal die Knobi runterholen. So viel wie geht. Knobi, wo ist mein Knobi? So. Die letzten 3 Meter Fortschritt nur noch reinpassen können, echt. Das Knobi rein. Irgendwo hängen bleiben. Schuss bloß mal hier runter. Ah, geht. Achte über einen größeren Absatz.
Aber war nicht der Fall. Zum Glück. Oh. Hoffentlich waren 20. Attacke. So. Sind wir auch gleich hinten, das ist schon gut. Das ist ja schon mal sehr gut. So, da wir jetzt Zahlen haben, müssen wir ein bisschen rangieren. Welches systematisch nicht die Kurve reinfahren möchte. Na, es ging. Im Arrangieren hat es gepasst. Bin ich ja begeistert. Ich muss mehrmals vor und zurück Schminkgas treffen, zu bekommen. Aber die Allradlenkung ist doch was Feines. So, damit rückt mein Schlepper, den ich mir holen wollte, schon hoch für die großen Maschinen wieder ein Stück mehr in die Ferne. Durch den Rückwurf des Regens. Und ich wollte ihn erstmal als Vorführer noch testen. Den 8R auf Trix. Aber geben wir unser Bestes. Also drei Ladungen und nochmal ein halb von dem anderen kriegt man rein. Bisschen mehr wie drei Ladungen. Eine Ladung von 28%, 28,3, nur knapp bei 90, oder bei 84, wenn wir es genau nehmen. Wir haben 8% zu 3 Ladungen, da haben wir immer noch 12%, müsste so, ja, ein bisschen weniger wie halbes Teil sein. Aber wir geben unser Bestes, aber ich sehe gerade, wir sind am Folgenende angelangt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, ich bin raus, ciao, sagt euer Yasuo.